Berlin ist in Bewegung. Mittendrin ein dynamischer Ort für neue Ideen und ein Hotspot der Start-up-Szene. Die Mindbox der Deutschen Bahn. Start-ups sind dabei, die Welt rasant zu verändern. In der Mindbox arbeitet der Eisenbahnsektor eng mit diesen Start-ups zusammen. Mit Innovationen und anderen Arbeitsweisen verändern sich die Grown-ups. Auch die DB bietet viel in dieser Partnerschaft. Ein Open-Data-Portal, Hackathons für Hard- und Software, Zugang zum Management. Durch die Mindbox arbeitet die Entwickler-Community an Mobilitätslösungen der Zukunft. Persönlich bin ich schon immer ein großer Fan von der Bahn gewesen, begeisterter Bahnfahrer. Und das Image war vielleicht mal, aber gerade durch diese ganz vielen Digitalisierungsinitiativen, die Bahn auch betreibt und viel, was die Bahn macht in letzter Zeit, ändert sich, finde ich, für uns oder für mich zumindest oder für uns als Techniker das Image doch auch sehr. Und das wird wesentlich moderner, als es mal war. Gründer bewerben sich beim DB Accelerator in der Mindbox. Sie bietet finanziellen Support, Coworking, Coaching sowie, ganz wichtig, volles Management-Commitment. In 3 Monaten entstehen funktionsfähige Prototypen. Danach wird über Geschäftsmodell und weitere Kooperation mit der DB entschieden. Eine Beteiligung ist eine Option. Das Startup Konux ist eine der Erfolgsgeschichten der Mindbox. Mit dem entwickelten Sensor werden Weichenstörungen vermieden. Kunden profitieren durch höhere Pünktlichkeit. Bei Konux bauen wir smarte Sensorlösungen für industrielle Applikationen, um unseren Kunden den Schritt in die prädiktive Instandhaltung zu ermöglichen. Das ist unser Sensor für die Bahninfrastruktur. Der wird direkt am Gleis angebracht und erfasst alle relevanten Parameter wie Beschleunigung, Neigung oder Temperatur. Diese Daten analysieren wir in Echtzeit, um vorherzusagen, wann muss wie instand gehalten werden. Wir sind von 5 auf 29 Mitarbeiter gewachsen, haben 7,5 Millionen eingesammelt und die Deutsche Bahn hat uns bei der Anwendungssuche und Lösungsfindung geholfen. Gemeinsam waren wir auf der CeBIT und sogar im Silicon Valley. Bahnmanager und Investoren sind gleichermaßen überzeugt und intensivieren die Zusammenarbeit. Das Ziel ist die smarte Infrastruktur, die das Bahnsystem zukunftsfest macht. Vielen Dank Rüdiger Grube, Thomas Hempe, Martin Kaludis, Klaus Müller und dem ganzen Mindbox-Team. Gemeinsam gehen wir schnell den Schritt zur Infrastruktur 4.0.